Hallihallo, liebe Motorsportmagazin.com-Freunde. Ja, wir melden uns heute mit einem etwas anderen Thema als üblich zurück. Es geht mal nicht um Ferrari, Mercedes, irgendwelche Talente oder Fahrer, sondern heute geht es mal um etwas ältere Herren. Naja, nicht ganz so alt, nämlich die Teamchefs. Aber es geht nicht umsonst darum, denn ihr habt uns dazu relativ viele Fragen gestellt in den letzten Wochen. Der Winter war eben lang genug. Ja, Fragen wie, ist Claire Williams am Debakel des Teams schuld? Ist Binotto nicht der Richtige für Ferrari? Und loben wir eigentlich Toto Wolff und Mercedes viel zu viel? Ja, das sind einige dieser Fragen und wir haben uns gedacht, wir schauen jetzt einfach mal an, wie gut sind eigentlich die Teamchefs in der Formel 1? Gehen alle 10 Teamchefs einmal durch? Wer passt vielleicht auch gar nicht zum Team? Wer passt sehr gut zum Team? Ja, und wie machen die einfach so ihre Jobs? Und ich weiß nicht, wo möchtest du anfangen? Möchtest du vorne anfangen oder hinten anfangen? Also so konstrukteurswertungsmäßig? Ja, fangen wir vorne an. Fangen wir schon vorne an. Gut. Nee, fang hinten an. Doch hinten. Nee, fang hinten an, ja. Na schön. Dann müssen die Leute ein bisschen warten, bis Binotto kommt und Toto und so weiter. Ja, aber Claire Williams, mit der wir jetzt anfangen, ist ja eigentlich die spannendste. Ja, stimmt. Aber egal, wir fangen hinten an. Ja, bei Claire Williams nämlich. So, ja, also Claire Williams, hier hatten wir die Frage, ist sie schuld am Williams-Debakel? Ja. Man muss dazu sagen, Stefan und meine Wenigkeit, wir haben genau über dieses Thema, also alleine über Claire Williams, schon im Extra-Video etwas ausführlicher gesprochen. Deswegen, wenn es noch ausführlicher interessiert, was bei Williams da los ist mit Claire Williams, hier oder vielleicht ist das Video noch gar nicht online, ich habe den Überblick verloren. Seit wann produzieren wir denn vor? Nein. Ja. Achso, ich dachte, du kommst jeden Freitag, jeden Samstag, auch wenn kein Rennwochenende rein, nur um die Videos zu machen. Dann. Ja klar, immer. Immer eine Minute davor so, und dann mache ich das und dann fahre ich wieder. Aber ja, nee, Claire. Gut, Claire Williams, ja. Also, allein nicht schuld am Williams-Debakel, sicherlich nicht. Allein unschuldig. Auch nicht, vielleicht. Ja, also ich weiß es nicht. Also die Entscheidungen so bei Williams über die letzten Jahre hinweg waren dann, mittlerweile ist wieder besser geworden schon, ja, aber zeitweilig doch ein bisschen zu finanziell orientiert, würde ich mal sagen. Gerade so diese ganze Fahrergeschichte, also wenn man ein Jahr auch nur hat mit einem Lance Stroll und einem Sergei Sirotkin, dann geht es schon in der Richtung nicht so ganz so in die richtige Richtung, glaube ich. Und ja, ansonsten, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen, Claire Williams ist eine, so wie ich sie zumindest aus Runden oder den wenigen persönlichen Kontakten, die wir da mal hatten, kenne, Person, die ist sehr, der ist die Tradition sehr wichtig, es ist das Erbe so ihres Vaters da sehr wichtig, dass es auch irgendwie Williams in Williams Hand bleibt und alles und das ganze Thema. Dann haben wir immer dieses, dann kommt es ja auch immer mit Stolz, das Team und Stichwort Getriebe selbst bauen und all diese Dinge. Wo ich mich dann so ein bisschen frage, ob das immer so wirklich, ob man da immer so mit dem Geist der Zeit geht und dass es dann da nicht so ein bisschen fehlt, dass man eben nicht wie einen Haas oder sowas, die sich dann mit irgendwelchen Partnerschaften leben, dann da hinten, was eben so schwierig ist in der Formel 1, dann doch ein bisschen zu schwer macht, eben da die alte Schule pflegen zu wollen. Ich zitiere an der Stelle gerne Toto Wolff. Schön! Ja. Yesterday's home runs don't win today's matches. Von der Tradition, gut, wenn ich jetzt sage, da kannst du dir nichts kaufen, das stimmt auch nicht, denn die Tradition bringt ihnen immer ein bisschen mehr Sponsoren, als sie sonst wahrscheinlich hätten mit der Performance. Also ja, ein bisschen was können sie sich kaufen von, aber sportlichen Erfolg können sie sich davon nicht kaufen. Ja, und manche Dinge sollte man da einfach etwas besser überdenken, meiner Meinung nach. Und von all den Teamchefs, die wir jetzt dann durchgehen werden und so, würde ich sagen, bei Williams besteht der größte Handlungsbedarf. Ich habe es ja in einem anderen Video dann auch gesagt, ich finde, sie ist von der technischen Kompetenz ja auch einfach nicht auf der Höhe. Ja klar, ein Teamchef muss nicht unbedingt ein Techniker sein, ist ja bei Toto Wolff genauso, aber der vertraut dann zumindest so auf seine Spezialisten, dass das alles Hand und Fuß hat. Und bei Claire Williams sehe ich das irgendwie nicht so. Also weder das technische Verständnis noch eine Führungskultur, in der sie hundertprozentig auf ihre Experten dann hört. Sie zweifelt auch, glaube ich, an den Experten. Man hat es ja an Paddy Lowe gesehen, an seiner kurzen Amtszeit da bei Williams jetzt noch. Also es ist schwierig und zu meiner Schande, kannst du dich noch an so ein Diskussionsvideo hier erinnern, das wir mal hier hatten?
Als Stefan der Richter war, wir beide mussten über diverse Themen diskutieren. Ja, an das Video erinnere ich mich noch und an den Sieger. Und wir hatten ja mehrere Videos. Ich glaube, es ging insgesamt unentschieden aus. Ja, natürlich. es gab auch noch einen Podcast. Ja. Gut. Aber kannst du dich noch erinnern, wen ich als Personality of the Year gewählt hatte und wie ich das begründet habe? Nee. Es war Claire Williams. Tatsächlich. Und zwar, weil sie eingesehen hat und so, dass das Team eine neue Richtung braucht und dass man vom Paydriver weggehen muss und so weiter. Aber, naja. Es geht so. Es geht wieder immer mehr wieder in die Richtung. Also jetzt nicht nur mit Latifi, sondern auch mit Testfahrern und so weiter und Testfahrerinnen. Mhm, also ob da eine Jamie Chadwick und vor allem ein Roy Nissany, ob die das Team weiterbringen, sei mal dahingestellt. Ich sage nein, also auf keinen Fall. Ich sag mal so, der eine ist Geld verbunden, die andere ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, eine Frau ist wie die Teamchefin, aber das ist das darf ja kein Argument sein. Nee, eigentlich nicht. Für ein Formel-1-Team, das nach vorne kommen will. Also, tut mir leid. Ja. Ja, ist einfach nur eine nette Geschichte eigentlich so. Das ist, wenn ich so an die Sache rangehe, dann ist das nichts anderes wie eine Quotenfrau. Also, und das sollen sie ja nicht sein. Wird ihr dann auch nicht gerecht, eben, genau. Ja, ja, gut, also Claire Williams scheint dann hier... bei uns. Ja, zu ihr auch dann in diesem Video, nicht nur in der Konstrukteurswertung am Ende zu stehen. Vielleicht bleibt es auch einfach dabei, wer weiß. Na, ich glaube nicht so ganz. Gut, wir machen dann einfach mal weiter mit dem nächsten Kandidaten, mit Günther Steiner. Unser Liebling. Ja. Wir haben mehrere Lieblinge, so kann man es nicht sagen. Ja, es ist schon einer, der, würde ich sagen, ist hier sehr weit vorne dabei bei den Lieblingen. Ja. Der Herbergsvater, wie Flo jetzt sagen würde, glaube ich. Ja, Günther Steiner ist für mich eigentlich ein Top-Teamchef, hat aber auch mit die schwierigste Aufgabe wegen Herbergs Vater mit den beiden Nasen, die er da sitzen hat. der Job ist halt auch einfach schwierig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war eigentlich auch mal relativ großer Freund, also so sympathiemäßig sowieso immer noch. Aber irgendwie so die letzte Zeit irgendwann, mir fehlt da so ein bisschen, vielleicht fehlt ihm auch einfach da die Entscheidungsbefugnis, weil dann Gene Haas noch drüber steht. Aber irgendwie so hätte ich schon mal erwartet, gerade auf Fahrerseite, da, dass der da mal dann durchgreift. Also da muss man jetzt, meine Meinung zu dem Thema ist ja bekannt allen treuen Abonnenten hier, da irgendwie, weiß ich nicht, man hört bei ihm ja sogar durch ein bisschen teilweise, dass er nicht so ganz einverstanden ist da mit der ganzen Situation, aber deshalb, ich glaube, eigentlich wahrscheinlich kann man ihm gar nicht mal den Vorwurf machen. Genau, das sehe ich also, eigentlich auch so. Und ich glaube, für den Job, den er hat, ebenso als Bindeglied zwischen der Formel 1 und Gene Haas, macht er das sehr gut. Und ja, das Team hatte schon in der kurzen Historie einige turbulente Sachen zu durchstehen. Und ich finde, das hat er immer ganz gut gemacht. Und er ist für mich eine absolute Führungsfigur auch. Also, wie hat Kevin Magnussen gesagt, als er ihn zum Geburtstag angerufen hat, selbst da hat er sich sauer angehört. Da hat man schon Respekt vor. Okay, also, ist ja nicht umsonst in den diversen Serien bei Netflix, in den diversen Folgen, auch so ein Star geworden. Ich finde, er macht seinen Job gut. Ja. Ja, wie gesagt, einfach nur mit der Klammer, man weiß nicht so genau, wie es da ausschaut, was er darf und nicht darf. Man muss also, natürlich auch sagen, bei so einem kleinen Team gibt es auch weniger insgesamt zu managen als jetzt bei einem großen Team. Denn oftmals ist man auch in der politischen Gewalt eines großen Teams. Ja. Wo man nicht immer selber so ganz die eigenen Entscheidungen treffen kann, die man gerne treffen würde, auf politischer Ebene, dann sind es natürlich viele Sachen kaufst du einfach zu, vor allem bei Haas. Aber das, ich glaube, bei Günther Steiner, seine größte Arbeit, oder also seine größte Leistung war das, wie er das Team vorbereitet hat. Von null einsteigen in die Formel 1 und dann gleich so einen guten Job abliefern. Und da das Ganze schon mit diesem System, mit viel Zugkaufteilen und so weiter, hat er das Team schon perfekt aufgestellt. Und ich glaube, das war eine Riesenleistung von ihm. Ja, klar, also aus dem Stand war das echt ein Top-Start. Also das kann man denen sicherlich nicht in Absprache stellen. Also sehr gut, ja. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Mann, der, vielleicht auch nur noch anderer Leute Pfeife tanzen darf. Zu Frédéric Vasseur kommen wir jetzt nämlich, dem Alpha-Team-Chef. Hat ja auch schon eine Renault-Vergangenheit gehabt, da gab es ein paar Reibereien mit dem guten Fred. Ich bin natürlich Fan, wenn ich das denn sein darf. Seine Lache ist es. Seine Lache ist. Die kriegt mich immer rum. Also es ist überragend dreckig. Frédéric Vasseur, ich weiß nicht, also das ist auch so ein.
von dem hört man wenig, finde ich, so einfach nur insgesamt. Also er ist jetzt nicht so der, ein Günther Steiner ist aber irgendwie eher, der so Schlagzeilen macht. Frederik Vasseur ist eigentlich, wenn er nicht gerade lacht, ein relativ stiller Kollege, der da eigentlich, glaube ich, einfach sehr besonders seinen Job macht und managt. Und man bekommt nicht viel davon mit, einfach großartig. Ich glaube, er hat ein unfassbares Verständnis von Motorsport. Ja. Also eine... Na gut, Erfahrung hat der Mann, glaube ich, wie kaum ein anderer hier auf der Liste. Also ich glaube, wenn es darum geht, macht ihm keiner was vor, absolut keiner. Ich glaube aber tatsächlich schon auch, dass er ziemlich politisch ist. Mhm. Das hat man ja auch gemerkt mit Cyril Abitbol, da die Doppelspitze bei Renault, das hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Man hört ja auch immer bei Alpha so ein bisschen über politische Spielchen und so weiter. Also es ist, glaube ich, nicht einfach mit ihm. Menschlich auch und von den Machtverhältnissen. Aber vom Motorsport hat der Mann Ahnung, da schauen wir uns alle um. Ja, ich denke auch. Also alleine vielleicht auch der Punkt, dass man eben sonst nicht so viel hört, außer Flurfunk halt, irgendwelche internen Dinge da, ist eigentlich immer so ein Punkt, der dann dafür spricht, wenn du da ruhiges Fahrwasser hast, dann ist auch irgendwie alles gut scheinbar. Also ja, deshalb denke ich eigentlich auch, da auf jeden Fall kein großer Kritikpunkt, den man da vorbringen kann. Das ging schnell. Vielleicht geht der nächste auch schnell, aber da kannst du sicherlich irgendwelche Geschichten erzählen von Ottmar Schaffnauer bei Racing Point. Der Mann im Fahrerlager mit dem besten Biergeschmack auf jeden Fall. Darauf wollte ich hinaus. Da könnte ich einige Geschichten erzählen, aber mache ich nicht. Schade. Sind gut. Ja, der Ottmar. Ja, der Ottmar. Es ist so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, fast wie bei, obwohl der haut noch mehr drauf, aber fast wie bei Steiner auch, ne? Der hat ja auch seine oberen, wo er erstmal dann nachtanzen darf. Wobei, ja, Ottmar Schaffnauer, würde ich sagen, ist schon jemand, der immer auch klar Meinung bezieht eigentlich, das schon. Also ja. Da hört man ja auch immer von Racing Point kommen doch immer relativ politisch auch Ansagen. Also dafür, dass es eben eigentlich keines der Top-Teams ist, der jetzt irgendwie ganz vorne dabei ist, der Abhängigkeiten hat, da kommt dann doch mal ein paar Forderungen und alles. Also da auf jeden Fall sehr umtriebig, der gute Mann. Also, ja, und er ist ja eigentlich offiziell noch nicht besonders lange Teamchef. Mhm. Ist ja alles erst passiert, als es dann Racing Point war und nicht mehr Force India. De facto war er aber auch schon bei Force India Teamchef, nur halt nicht auf dem Papier, denn Vijay Mallya war in das Tagesgeschäft des Teams nicht wirklich involviert. Selbst als er noch reisen durfte, oft in der Fabrik lang, war lang er nicht. Und für mich ist ein Teamchef jemand, der in der Fabrik ist. Mhm. Tagesgeschehen. Ja. Deswegen, ja. Also, er macht das jetzt schon eine ganze Weile und ich meine, mit den Mitteln, die er zur Verfügung hatte bei Racing Point, hat er, glaube ich, einen sehr guten Job gemacht. Jetzt ist die Frage, jetzt hat er mehr Mittel zur Verfügung. Können sie das auch so umsetzen? Da bin ich mal sehr gespannt. Ich mag ihn menschlich eigentlich sehr gerne. Ja. Nicht nur aufgrund des Biergeschmacks. Aber da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, also die Effizienzbestie quasi der Formel 1, so, ob die dann auch mal... Dann eigentlich müsst ihr jetzt ihre Stunde schlagen, dann mal, also 2021 spätestens oder 22, ja. Also da bin ich mal gespannt auch, ob da dann wirklich mal richtig was bei rumkommen kann. Gut, die haben noch ein paar Baustellen, vielleicht müssen wir dann mal fahrerseitig nochmal schauen. Aber, da kann er ja nichts machen. Genau. Da sind ihm die Hände gebunden. So sind ihm die Hände gebunden, wie manchen an die Bierdose. Genau. Gut. Dann kommen wir zu, jetzt hätte ich fast das falsche Team gesagt hier, kommen wir zu Alpha Tauri, dass das auf Anhieb klappt in diesem Jahr, ist ein Wunder. Franz Tost haben wir da. Ja, Franz Tost, würde ich sagen, ist für mich hier von denen auch sehr, sehr weit vorne dabei einfach. Muss schauen, ja, jetzt Alpha Tauri, vorher Toro Rosso, so ja, bei Red Bull die Unterhaus, Ausbildungsrennstall, Nachwuchsteam, auch wenn die sich selbst Union so bezeichnen lassen. Gefährliches Thema. Ja, deshalb bin ich dabei ganz vorsichtig, genau. Aber ja, ich glaube, genau in der Rolle ist ein Franz Tost, ist der sehr gut. Der ist da der ideale Mann, der ist richtig gut für diese jungen, aufstrebenden Talente. Der ist jemand, der verzeiht Fehler, der sagt sogar, mach den Fehler bitte sogar und mach ihn danach nicht mehr so und lern daraus. Also da ist der wirklich jemand, der einfach eine Vertrauensperson auch, auf die sich so ein Fahrer da auch verlassen kann. Ja, jemand, der nicht sofort irgendwie... Ja, gut. Andere Geschichte, habe ich nicht gesagt. Ja, aber so die, das finde ich immer bei Franz Tost sehr angenehm einfach. Also das ist ein sehr ruhiger Kerl natürlich, aber gerade deshalb auch, gerade in dem Job, sehr gut. Ja, ein sehr, sehr harter Arbeiter, was man so mitkriegt. Also ich glaube,
Gewerkschaftler wird er nicht in seinem Leben, auch wenn ich mir seine Aussagen in Richtung Rennkalender-Expansion anhöre. Ja gut, die sind schön, ja. Frau von Franz Tost möchte ich da auch nicht sein bei seinen Aussagen zum Rennkalender. Also kurz zur Erklärung, er sagt immer, ja, was macht man denn an Rennwochenenden? Oder was macht man denn an Wochenenden, wo man nicht bei der Formel 1 ist, nur sinnlose Gespräche mit seiner Frau führen und so weiter. Also nein, das ist natürlich lustig, wie immer. Aber ich glaube, er meint es auch ein bisschen ernst. Also dem ist es relativ egal, wie viele Rennwochenenden es gibt. Und hat, das darf man nicht unterschätzen, die Honda-Geschichte sehr gut angeleiert bei Toro Rosso. Ja. Also auch mit dem Verständnis, dass er für die Japaner aufbringen konnte, wie er das Team eingestellt hat auf die Japaner. Ganz, ganz großer Verdienst von ihm, dass das mit Red Bull und Honda jetzt so funktioniert, würde ich mal sagen. Stimmt, absolut, ja. Jo, 5 Teamchefs haben wir damit abgehandelt. Geht's in Runde 2 hier. Wir arbeiten uns weiter nach vorne und da steht jetzt natürlich, ja, jetzt schon, und das ist schon der Kritikpunkt, dass er jetzt schon kommt, Cyril Abiteboul haben auf der Liste. Haben wir uns da, was die Teamchefs an sich angeht, wirklich nach vorne gearbeitet? Ja, genau, eben das würde ich mal bestreiten, denn wenn der Teamchef das Team, was Renault heißt, nur auf Platz 5 führen kann und über Jahre eigentlich nichts Besseres zustande gebracht hat, großartig. Ja, dann weiß ich nicht so ganz. Also Cyril Abiteboul, der Name ist schon so schwer auszusprechen. Nein. Zu tippen. Zum Aussprechen finde ich den gar nicht so dramatisch. Zum Tippen ist er echt sehr blöd. Ist bei mir andersrum. So. Ja, okay. Naja, aber wir wollen ihm das nicht vorwerfen, kann er nichts für. Ja, im Gegensatz zu anderen Dingen, also ich bin mir da irgendwie, also wenn ich jetzt wieder mal die ganze Liste betrachte, also wenn ich Fahrer oder Mitarbeiter wäre, ich glaube so vom Menschen her, wäre das für mich so der unangenehmste Chef, den ich mir hier so vorstellen kann, weil ganz anders als eben bei Franz Tost bin ich mir bei dem irgendwie nicht so sicher, loyal er vielleicht ist, wie sehr er mir auch im Zweifel mal irgendwie bei Problemen den Rücken stärken würde. Sagst also, du nur, weil du Team Fred bist und er den Machtkampf gegen Fred Vasseur gewonnen hat. Ich bin Team Nico. Deshalb sage ich nein. Naja, es ist einfach so. Also ich bin ja eigentlich, ist ja eigentlich schön für Fred, der ist bei Alpha viel schöner aufgehoben als bei Renault. Also eigentlich ist er der Gewinner. Nee, also ich weiß nicht, Cyril Abiteboul ist für mich irgendwie, er ist auch ein sehr politischer Mensch, würde ich auch sagen, was auch die Vasseur-Geschichte hier auch wieder nur zeigt, gehören immer 2 dazu. Also, Ich würde sagen, nach Claire Williams vielleicht derjenige, der am ehesten auf der Abschussliste steht, wenn wir eine Abschussliste machen dürften. Dann musst du mich aber erstmal fragen, aber ich bin dabei. Weil Claire Williams steht auf keiner Abschussliste, weil sie kann schlecht abgeschossen werden dann in diesem Konstrukt bei Williams. Ja, bei Cyril geht das schon schneller. Genau, das ist die Frage. Und das ist auch die Frage, die ich mir immer wieder stelle. Und da habe ich durchaus schon mit einigen Leuten darüber diskutiert, die sich das auch fragen, die sich da aber sehr gut auskennen in diesem Team. Warum ist er noch da? wenn ich über so lange Zeit so wenig Erfolg habe. Das ist schon eine berechtigte mit diesen Frage. Mitteln, wieso ist er dann noch da? Ich meine, kannst du sagen, der Fisch stinkt vom Kopf, um das mal böse auszudrücken. Und ich glaube sehr, sehr stark, dass er eine sehr gute Rolle gespielt hat, wenn es darum ging, den Vorstand bei Renault von der Formel 1 zu überzeugen, dass er in Paris sehr viel Backing hatte von den Renault-Leuten und dass er deswegen politisch gut ist, aber für die Formel 1, für das Rennteam, glaube ich, nicht der perfekte Mann. Und der hat den Leuten da in Paris oder den Renault-Leuten, musste der das Ganze ja schmackhaft machen. Und den hat der, glaube ich, Käse aufgetischt. Weil du kannst, wie überzeugst du jetzt einen Konzern, werksseitig einzusteigen und immer dabei zu bleiben? Die überzeugst du nicht davon, wenn du sagst, ja, du brauchst 200 Millionen im Jahr und wirst Fünfter. Eher nicht, nee. Die kannst du auch nicht damit überzeugen, wenn du sagst, du brauchst 200 Millionen im Jahr und wirst Vierter. Du musst ja, sie haben ja diesen berühmten 5-Jahres-Plan, der dann auf einmal ein 6-Jahres-Plan und jetzt ein 7-Jahres-Plan oder was auch immer war. Der sieht aber auch irgendwann, der hätte jetzt eigentlich schon Podien vorgesehen. Und auch das ist ja total unrealistisch. Ja. Und du willst ja nicht wissen, was der den Leuten da oben erzählt hat. Also, um die da zu überzeugen. Denn realistisch betrachtet, ich meine, wir hatten ja vor kurzem Andreas Seidel hier sitzen und der hat ja auch gesagt, als ich ihn gefragt habe, ja, Podium aus eigener Kraft, und da kommen sie so, nein.
Mhm. Der hat das ganz klar so gesagt. Und da traue ich mich wetten, dass Cyril Abitibul das seinen Leuten nicht so gesagt hat. Ja, das ist wohl immer. Und ja, ich sehe bei ihm eher die Kompetenzen, da eine politische Macht in Frankreich zu sein, wenn es darum geht, die Leute zu überzeugen. Wobei das jetzt auch wieder eine ganz andere Nummer ist. Wir alle wissen, Carlos Ghosn ist auf freiem Fuß, aber... Ja, so, aber wo und wie und... und er muss jetzt andere Leute überzeugen. Und da, glaube ich, wird es jetzt politisch für ihn sehr spannend. Ja, das denke ich auch, ja. Und in der Formel 1, also... Ich meine, du wirst an deinen Ergebnissen gemessen. Das ist ja gar nichts. Nee, das ist gar nichts. Also für das, was dahinter steckt. Und es wird ja auch nicht nur der 5-Jahres-Plan und 6-Jahres-Plan, es wird ja auch... in jedem Jahr verkündet, dass noch mal umgebaut und aufgerüstet und umstrukturiert wird, aber keine dieser Lösungen hat bis jetzt irgendwas gebracht. Also klar, es geht voran, aber langsam. Ja. Dazu finde ich auch, dass er sich auf dem politischen Parkett der Formel 1 sehr schwer tut. Mhm. Das, was er in Frankreich vielleicht ganz gut macht beim eigenen Konzern, das fehlt ihm in der Formel 1, denn der ist für mich so ein bisschen enfant terrible, denn wenn ich mir seine Äußerungen zu Red Bull und so weiter anhöre, als die noch Partner waren miteinander. Klar, Dr. Helmut Marko ist jetzt auch nicht derjenige, der da sehr zurückhaltend ist, aber Red Bull ist eher noch in der Position, draufhauen zu können als Renault. Mhm. Und da würde ich mir ab und zu ein bisschen mehr Demut wünschen, in der Position, in der Renault ist und dem, was Cyril Abitibul da in der Öffentlichkeit teilweise ausspricht. Auch jetzt, als wieder darum ging, ja, der Honda, als dieser Streit eskaliert ist zwischen Red Bull sagt, der Honda-Motor ist jetzt schon besser als der Renault-Motor. Wie soll man sagen, wie kindisch fast Abitibul auf diese Aussagen reagiert hat. Also der war da richtig getroffen und ist dann, der ist ja richtig explodiert, als ich ihm das so mal gesagt habe. Wir hatten mal ein längeres Interview mit ihm, ich glaube im vergangenen Jahr, im Printmagazin. Also der war eine tickende Zeitbombe in dem Interview, dem hast du ein Wort hingeworfen, ganz unverfänglich und er ist explodiert. Also ich meine, für uns, bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt nicht, dass ich persönlich irgendwas gegen ihn hätte, für uns ist das ganz im Gegenteil, für uns ist das sensationell, wenn jemand da so explodiert. Ich meine, was gibt Schöneres für uns als Schlagzeilen und ein bisschen Öl ins Feuer gießen und so weiter, genau. Das wollen wir ja, wir wollen ja nicht immer so eine politisch korrekte Formel 1, das regnen sie alle auf, das ist mir insgesamt gut, aber ich finde, er tut sich selbst halt keinen Gefallen dann damit so, ja. Ja, gut. Dann. Cyril Abitibul-Bashing. Kommt sicherlich jetzt, ja. Gut, wir machen weiter mit dem gerade angesprochenen und neulich noch hier sitzenden Andreas Seidel. Ja, der ist noch nicht so lange dabei, ne? Jetzt ein Jahr bei McLaren, Teamchef gewesen und gut. Jetzt kann man natürlich sagen, das meiste ist erstmal so ins halbgemachte Nest gekommen. So, jetzt geht eigentlich so erst die Zeit los, in der er schauen muss, dass er das Ding nach vorne bringt. Aber so an für sich hat schöne Sachen mitgebracht hier. Kann man nur loben. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also ich habe von keinem Teamchef bislang so Helme geschenkt bekommen. Das, deswegen werde ich nichts Schlechtes über ihn sagen. Na gut, dann zum nächsten. Nein. Na, aber ganz ehrlich, was Schlechtes über Andreas Seidel zu sagen, bis jetzt auch schwierig. Also egal, wie jetzt die Voraussetzungen waren, er hat es auf jeden Fall nicht verschlechtert, sagen wir mal so. Im Gegenteil. McLaren wirkt jetzt für mich eigentlich, seit er da ist, zum ersten Mal sortiert wieder seit Jahren. Zum ersten Mal ist da Ruhe eingekehrt. Gut, das kann auch damit zusammenhängen, dass der andere Kollege hier vorne nicht mehr da ist, aber... Der Vorgänger auf dem Teamchefposten, wie wir manchmal sagen. So in etwa, genau. Ja, das ist tatsächlich der Fall, glaube ich. Ja, aber ich glaube, da kommen diese beiden Sachen so ein bisschen zusammen. Also ein bisschen Wahrheit steckt da immer drin. Ja, und deshalb also einfach auch ein sehr erfahrener Mann ja eigentlich. Also wenn wir da eben bei einem Vasseur waren, ein Andreas Seidel ist da jetzt auch, muss ich da jetzt gut von einem Vasseur vielleicht noch ein bisschen verstecken. Aber von den anderen hier so ist er da auch gut vorne dabei. Also Porsche, BMW, da war schon viel los. Ich bin ja auch ein großer Fan von Ingenieuren auf solchen Posten, weil die verstehen von der Technik was. Und das Problem bei Ingenieuren ist oft, dass ihnen dann die Menschenführung und solche Sachen, diese Soft Skills oftmals fehlen, weil sie Nerd sind, ganz oft die Ingenieure. Und bei ihm, ich finde, er vereint das perfekt. Einen nüchternen Ingenieur und trotzdem eine gute Menschenkenntnis, der kommt mit allen gut aus. Ich kenne niemanden, der sagt, was ist das für ein Arschloch? Und das findet man, also man, ich glaube, egal welche Person du in einem Formel-1-Fahrerlager nimmst,
Es gibt immer jemanden, der was Schlechtes über, den, über jemanden sagt. Aber über Andreas Seidl habe ich noch nichts Schlechtes gehört, tatsächlich. Schleimt in alle Richtungen ganz gut um. Ja, aber ich glaube, er vereint das ganz gut, die Sachen. Hat bei Porsche natürlich auch eine sehr gute Ausbildung dann genossen für so eine Position, wie er sie jetzt inne hat, finde ich. Ja. Also das ist ja auch ein großes Team gewesen, das es da zu führen galt. Hat sich da, glaube ich, auch auf dem politischen Parkett ganz gut bewegt. Und wenn du die Fahrerhelme in der Hand hältst, auch da würde ich sagen, macht er einen guten Job, dass er da wirklich sich voll auf die beiden da einschießt, voll committed, die da vollen Rückhalt genießen, haben wir auch schon in diversen Videos schon drüber gesprochen, wie wichtig das auch für einen Fahrer ist, einfach diesen Rückhalt da zu haben, sicher zu sein, dass er da wirklich der Mann ist, der da auch den Erfolg bringen soll und auf den langfristig gebaut wird, also auch da, Kollege Alonso soll da nicht zurückkommen, haben wir jetzt schon oft gehört, also das ist auch ganz wichtig für die beiden halt einfach, die Komponente. Und ich finde es sehr gut, wie selbstkritisch oder wie kritisch er auch mit dem eigenen Team dann manchmal ist. Also gesagt hat, ja, klar, uns fehlt sehr, sehr viel Geld auf Ferrari, Mercedes und Red Bull, aber für das Geld, was wir haben, haben wir unterperformt, einfach ganz klar. Das auch so klar auszusprechen, realistische Zielsetzungen und gleichzeitig ein gewisses Selbstbewusstsein, also... Ja, gut, er hat auch einiges angestoßen, die ganzen Nummern mit Windkanal und Co. Invoking, also ging ja auch von ihm so aus, also da auch wirklich neue Ansätze, neue Ideen reinzubringen, das Ding weiterzuentwickeln, also ich denke mal, für ein erstes Jahr war das ein starkes Jahr. Also ja, für ein erstes Jahr war es fast ein bisschen übertrieben gut. Fast eher ist der Streber. Ja, ist ein bisschen... Ja. Gut. Top 3, also zumindest mal nach WM-Stand. Christian Horner ist jetzt hier der Nächste auf der Liste. Ja, finde ich nicht gut, hat uns keine Helme mitgebracht. Genau. War auch noch nicht hier. Also. Tja. Ist er denn Teamchef? Tja, das ist eine gute Frage. Bei Christian Horner ist so... Ja, da kommt auch mal ein Spruch bei rum von ihm, aber irgendwie so, er ist auch so ein bisschen unauffälligerer Typ, würde ich sagen. Also Helmut Marko haben wir natürlich, ist das der Teamchef? Zieht die Frage da? Naja, ich hab mir selber jetzt ein Einsnest gelegt, habe ja vorhin gesagt, für mich ist jemand ein Teamchef, der im Tagesgeschäft involviert ist, der in der Fabrik ist. Das ist Helmut Marko jetzt nicht so. Mhm. Der Doktor ordiniert eher in Graz, wie man das so schön sagt. Das war ja ganz große. Ja. Ich will jetzt so einen Karnevalstusch eingespielt haben. Nee, politisch zieht sich ja eher die Fäden aus Graz und nicht in Milton Keynes Christian Horner fürs Tagesgeschäft. Ja. Allerdings ist er schon zuständig. Ja, gut, Christian Horner, boah, ja. Irgendwie fällt mir dazu gerade nicht so viel ein. Irgendwie, der ist halt auch schon echt lang da jetzt so, eigentlich immer da gewesen bei Red Bull. Also der ist so eigentlich der sattelfesteste von allen hier. Ja, ich denke mal, also der macht da seinen Job solide und gut und sonst wäre er weg, weil Red Bull ist da, glaube ich, schneller. Die würden, glaube ich, auch mal, wenn wir einen Dr. Marko haben, den Teamchef mal eher absägen dann hier als manche andere Kandidaten vielleicht, Stichwort Renault, ja. Wenn es da nicht laufen würde, da mal ein bisschen Change machen, aber nee, auch Franz Tost ja eigentlich, also da, was so das Team angeht, ist Red Bull da eigentlich das krasse Gegenteil zu der Fahrergeschichte, also das ist schon auffällig fast, ja. Aber da herrscht auf jeden Fall Ruhe, also ich glaube, der weiß da, was er tut, der, ja, großartig politisch, weiß ich nicht, ja, der ist schon gut dabei, aber... Ja, er hat gutes Verständnis. Es ist, ja, also versteht's, aber ist jetzt auf jeden Fall nicht der, so fast so ein bisschen der Counterpart zu Abi Zibul, so, der geht jetzt dann nicht so unbedingt direkt mal an die Decke. Ja? Also das ist, kann er, aber da ist es mit Maß, würde ich sagen, und irgendwie jetzt nicht übertrieben und jetzt irgendwie nicht völlig unkalkuliert. Also ja, und in Äußerungen, wenn er mal was loswerden will und mal ein bisschen Öl ins Feuer gießen will, oder dann macht er das sehr subtil. Also genau halt. Anders. Genau, wie du sagst, der Counterpart zu Cyril Abitibul. Das ist, finde ich, in der Formel 1 der klügere Weg. Ja, ich meine, Christian Horner ist eigentlich als Teamchef immer am interessantesten, finde ich, wenn er in dieser schönen FIA-Pressekonferenz mit Toto Wolff sitzt oder so und dann kommen diese subtilen Dinger, nämlich wenn die sich so ein bisschen gegenseitig die Bälle zuspielt, da brauche ich den so. Dann ist das cool. Ja, genau. Dann kommen da ein paar lustige Sachen bei rum. Also, es ist auf jeden Fall so ein
ganz fester Bestandteil auch der Formel 1. Auch sehr erfahrener Mann natürlich mittlerweile. Also das da auch gut vorne mit dabei. Ja. Ich glaube, den Max bildet er auch ganz gut aus da in dem Team. Also. Den Max bildet er aus, den muss man ausbilden. Oder hat er schon ganz gut ausgebildet. Genau. Ja. Ja. Hat er auch schwierige Zeiten bei Red Bull? Max Verstappen, muss man ja auch sagen, bis Mitte des letzten Jahres oder vorletzten Jahres inzwischen. Ja, der wurde ja ganz gut wieder aufgepäppelt, würde ich sagen. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob der Max da so viel Hilfe brauchte, aber ja, schadet doch nicht. Ich glaube, da hat der Doktor auch gut zu beigetragen, als man geschaut hat, dass der Max, dass das Umfeld von Max stimmt, dass vielleicht der Vater nicht jedes Mal dabei ist. Okay, und, also, das hat Red Bull schon ganz gut gemacht, glaube ich. Jo. So, dann kommen wir auf einen der hier angesprochenen in unseren Fragen endlich mal wieder nach Claire Williams, nämlich Mattia Binotto und ob er denn der Richtige für Ferrari ist. Die Frage kommt ja hauptsächlich wahrscheinlich wieder daher, wegen deiner Leidenschaft von Ingenieuren da auf dem Posten. Denn viele meinen ja, Binotto ist da dann vielleicht deshalb nicht der Richtige. Oder was heißt viele? Auf jeden Fall gibt es Kommentare, die das so sehen wollen, die dann meinen, ist ein Ingenieur und ist jetzt als Teamleader da vielleicht jetzt nicht der beste Kandidat. Meinst du nicht, ne? Also, ob er nicht der beste Kandidat ist, ich glaube, er ist nicht unbedingt der beste Teamchef von allen jetzt da. Aber ich glaube, er ist ein deutlich besserer Teamchef, als es Maurizio Arrivabene war. Ja. Und ich lege mich sogar fest, er ist ein besserer Teamchef als Maurizio Arrivabene und Marco Mattiacci zusammen. Kann sich noch jemand an Marco Mattiacci erinnern? Ich ja, also. Aber ich weiß nicht, Marco Mattiacci ist so negativ Teamchef gewesen bei Ferrari, wie das war. Ich weiß nicht. Also, da ging ja gar nichts. Nein, aber was ich bei Mattia Binotto toll finde, ist, er hat natürlich eine unfassbare Kompetenz. Ja. Also, er weiß, wovon er spricht. Auf der technischen Seite braucht man gar nicht diskutieren. Jemand, der die Technikabteilung, Motorenseite und die Gesamttechnikabteilung bei Ferrari geleitet hat, dem. Der kennt den Laden auch einfach. Dem machst du keine MGUK für eine MGUH vor, wie man so schön sagt. Also. Natürlich. Der kennt die Redewendung nicht. Ne? Wie man eine MGUK für eine MGUH vormacht. Für dich sollte in den Duden aufgenommen werden. Zwingend. Antrag. Petition, nennt man das heute. Ja, ganz im Gegensatz zu Maurizio Arrivabene, der war ein Manager, ein Tabakmanager, aber der war kein Formel-1-Teamchef. Also der hat ja von Tuten und Blasen keine Ahnung von dem Sport an sich. Deswegen, er war ja auch nicht Homer Simpson. Also. Von Tuten und Blasen, keine Ahnung, eher vom Ziehen an der Zigarette, nicht Blasen. Das Gegenteil ging dann schon. Ne? deswegen, ich finde, er ist eine absolute Verstärkung. Im Vergleich zu dem, was davor da war, ist er jetzt die Idealbesetzung. Darüber kann man, finde ich, streiten. Er hat selber gesagt, am Ende der Saison, er war überrascht von der vielen Politik in der Formel 1. Ich meine, ja, echt? es war, ich meine, das eine ist die Politik in der Formel 1, das andere ist die Politik auch zwischen den Fahrern und so. Und da kann man ja auch drüber streiten, ob er das perfekt gemanagt hat. Ja. Ja, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen bei denen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie es da dann wirklich mal die ganzen Geschichten, die wir jetzt gehört haben mit Vettel und Leclerc und dem gemeinsamen Anrufen, was es da jetzt alles gegeben hat, da bei Brasilien. Da hätte ich tatsächlich mal eine technische Frage. Er hat ja gesagt, er wurde von beiden zusammen angerufen. Ja. Also ich meine, das ist ja jetzt kein technisches Meisterwerk, mit Dreierkonferenz zu machen. Aber so wie er das geschildert hat, nämlich dass auf seinem Bildschirm da plötzlich beide Namen aufgetaucht sind, so kenne ich das ja irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, welches Handy die haben, aber normalerweise ist ja, du rufst entweder jemanden an und dann stößt jemand hinzu oder du machst eine Einladung für so eine Dreierkonferenz, aber dass beide auf einmal da auftauchen im Handy. Ich habe auch kurz gestockt, als ich es gelesen habe, muss ich sagen, ähnlich. Skype? Ja, aber da hast du ja dann auch erstmal die Namen da, aber dann müssen die ja beitreten im Gespräch. Also das ist nicht so, dass die beide dann zusammen anrufen. Ich glaube nicht, dass die beide räumlich gerade zusammen saßen. Das wäre halt die einzige Möglichkeit, genau, ja. FaceTime. Aber dann wären ja auch nicht beide Namen aufgetaucht. Dann das wäre auch von einem Apparat. Oder die haben ein Gemeinschaftshandy, wer weiß. Also vielleicht kann mir das jemand erklären, aber da habe ich mich zu gefragt. Ein Gemeinschaftshandy. Ja, das ist eine sehr interessante Frage, ja.
Gut. Aber Mattia Binotto, ja. Nochmal Mattia Binotto. Mhm. Ich glaube, er macht insgesamt keinen schlechten Job. Nee, ich denke, das ist auch echt in Ordnung. Aber, also. Und es ist der schwierigste Job der Formel 1. Das ist ja, absolut das, schwierigste das Job. Muss man auch mal sehen, stimmt. Ja. Also bei Ferrari ist sicherlich ein bisschen schwieriger als bei allen anderen. Also, da Ruhe reinzubringen in den Laden und jetzt noch mit den Fahrern. Und es war ja doch auch ein politisch bewegtes Jahr. Ja. Aber genau, das ist ja auch noch bei diesen ganzen Themen, das ist ja auch der Punkt. Einfach nicht nur dieses Ingenieursthema, da ist er da der Richtige dafür. Ist er vielleicht einfach, kann er gar nicht der Richtige alleine sein? Braucht Ferrari da vielleicht einfach noch einen? Also kann der wirklich in der Position so viele Aufgaben abdecken? Das ist ja auch so ein bisschen die Überforderung, vielleicht zu viele Schauplätze, auf denen er da spielen muss. Wie, wenn er ja schon selbst sagt, politisch so viel los. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Punkt, denke ich. Du bräuchtest vielleicht jemanden, den das auch Spaß macht. Das Politische, ja. Du brauchst eine absolute Machtperson wie so eine Jean Todt oder so damals. Ja. Bei Ferrari, damit das vollumfänglich vielleicht passiert. Vollumfänglich passt das Ganze. Er hat ja auch schon ein bisschen den Machtkampf gegen Maurizio Arrivabene gewonnen. Es gab ja länger schon Gerüchte, dass es da zwischen den beiden immer kriselt und so weiter. Aber so richtig die Machtfigur ist er halt irgendwie noch nicht. Oder siehst du das anders? Nee, als Machtfigur würde ich ihn jetzt auch nicht sehen. Also ich glaube schon mittlerweile irgendwie, dass der schon intern ein bisschen, jetzt zumindest so Fahrerseitig Ansagen machen kann, aber dieses Machtfigur nach außen, so dieses politische, wenn er das selbst schon so sieht, dann ja. Und ist jetzt auch so nicht mein Eindruck, dass er da so ganz krass abgehen würde irgendwie. Also da gibt es da, glaube ich, echt andere, die da vorangehen oder die da dann auch die Komponente bei Ferrari noch ein bisschen, ja. Ich meine, Ferrari hat auch eigentlich politisch sowieso eigentlich eine gute Grundvoraussetzung. Also die haben ja die Macht. Eigentlich brauchen gar nicht den großen Manager mehr, so den ganz großen. So. Also die können ja eigentlich schon da von ihrer Historie und ihren Vorteilen zehren. Und das macht er auch ganz gut, muss man fairerweise dazu sagen. Er stellt sich auch schon hin, selbstbewusst und sagt, wir sind Ferrari. Also. Ja gut, andererseits, gut, was heißt fehlt, jetzt haben wir bei Ferrari natürlich auch noch die Oberen, da gibt's da kommen ja auch noch immer noch Äußerungen. Also da gibt es ja jetzt auch nicht so, dass da Elken und Camilleri und wen wir dann alle haben, ne? Also die sind dann so ein bisschen vielleicht auch die ihm das so ein bisschen doch dann auch abnehmen. Also da kommen ja dann schon mal hin und wieder Aussagen. Also von daher, ganz alleine ist er auch nicht. Also ich finde, das ist tatsächlich fast die schwierigste Bewertung insgesamt. Es ist der schwierigste Job. Er macht es besser als seine Vorgänger, aber ist er der 100% perfekte Fit dafür? Ich weiß es nicht. Ja. Ich meine, man ist halt auch nicht mit in den Meetings dabei und so weiter und da geht so viel im Hintergrund ab, auch politisch und deswegen. Na klar. Ja. Ja, schreibt uns doch nochmal eure Meinung in die Kommentare, speziell zu Mattia Binotto, wenn wir jetzt hier bei den Top-Teams sind, da kann man auch mal aufrufen und ihr die ganze Geschichte seht und nicht nur Fragen stellen, sondern auch Meinung. Ich traue ihm aber zu, dass er in diese Position noch perfekt reinwächst. Okay. Ich meine, das ist ja auch was. Das erste Jahr. Eben, ist auch, genau, ja. Ist vielleicht auch von der Herkunft eine ganz gute Mischung. Der Schweiz-Italiener, da gab es ja auch mal große Verwirrung. Niki Lauda hat da mal Aussagen gemacht, jetzt wo ein Schweizer am Ruder ist, läuft es bei der Scuderia, hat er mal gesagt. Woraufhin Mattia Binotto gesagt, nein, ich bin Italiener. Ah ja, dünnes Eis. Ja, gut, Niki Lauda ist dann eigentlich jetzt eine gute Überleitung zum nächsten Mann, der da jetzt auf dem Posten, auf dem er jetzt auch ist, auch jetzt alleine ist und auf dem er da auch mal seinen Sparringspartner eben mit Niki Lauda hatte, nämlich Toto Wolff. Also jetzt zur Königsfigur. Wie gesagt, also Toto Wolff hat ja jahrelang eigentlich diesen Team, also Motorsportchef ist er ja eigentlich offiziell bei Mercedes so, aber hatte die, kann man sagen, Formel 1 Teamführung zusammen mit Niki immer gemacht. Und hat natürlich jetzt selbst geäußert, ja, dass es jetzt natürlich schwieriger geworden ist da ohne Niki auf der Position. Aber jetzt würde ich mal so sagen, also klar, Niki hat überall einfach so vom Eindruck gefehlt, aber auch Toto hat jetzt den Job auf jeden Fall jetzt irgendwie nicht drei Klassen schlechter gemacht, weil er jetzt alleine war. Loch gefallen. Er ist in kein Loch gefallen, genau. Also man muss dazu sagen, Niki war ins Tagesgeschäft nicht so involviert. Mhm. Der war Mentor, der war, wenn es Probleme gab, die Person, die Lewis Hamilton wahrscheinlich aufgesucht hat, war die Person, die Lewis Hamilton auch überzeugt hat, zu Mercedes zu gehen und so. Also man darf Niki Lauda nicht unterschätzen, aber jetzt fürs richtige aktuelle Tagesgeschehen war er jetzt nicht so involviert. Ja, genau. Ja, aber gut. Toto Wolff
ist, glaube ich, dann jetzt fast der, der so in allen Bereichen so sehr involviert ist oder am meisten von allen involviert ist. Da fällt einem ja alles ein. Fahrermanagement bei Mercedes kennt man noch von Rosberg Hamilton. Da hat er viel zu tun und viel gelernt und viel auch gut gemacht, würde ich mal sagen, mit diversen Regelkatalogen, die dann mal kamen. Politisch braucht man fast nicht drüber reden, dass Mercedes da auch immer vorne mit dabei ist als Motorenlieferant für 1 Million Teams und natürlich bestreben hat er seine Machtposition, seine Stärke einfach da zu erhalten und alles. Da ist er dabei. Ja, gut, und ansonsten muss er eigentlich nur den perfekten Laden zusammenhalten. Ja, also, aber nicht den perfekten Laden zusammenhalten, sondern er hat ihn erstmal auch geformt. Ja, genau. Ja. Also wir wollen jetzt nicht die Leistungen von Norbert Haug unter den Tisch kehren. Also ich meine, da war ja eine Foundation da. Also klar. Das ist jetzt, Toto Wolff hat da nicht mit Null angefangen. Trotzdem hat er insgesamt ein brutales Team geformt. Und deswegen sagt ihr immer, wir loben den so sehr. Aber wenn ich mir jetzt, ich bin von irgendeinem Team, habe ich was zu sagen. Ich bin, was weiß ich, Eigentümer und will einen Teamchef. Egal welches Team, ich würde immer Toto Wolff nehmen, weil er versteht, er ist ein Manager. Ich habe zwar generell immer so ein bisschen meine Probleme mit Manager, so generell in der Wirtschaft, da gibt es ja oftmals ein paar schwarze Schafe, aber ich finde, er ist halt ein überragender Manager, weil er seine persönlichen Grenzen kennt, er weiß, dass er der Manager ist, er weiß, dass er nicht der Ingenieur ist, er weiß, dass er seine Spezialisten hat, er weiß, dass er die richtigen Spezialisten hat, er weiß, dem kann er vertrauen. Wenn er nicht vertrauen könnte, dann hätte er nicht die richtigen Spezialisten, er müsste an der Stellschraube ein bisschen drehen. Und dazu, also er lässt den Leuten die Freiräume, er nimmt ihnen nicht die Entscheidung ab und überstimmt sie einfach nur, weil er der Boss ist von ihnen, sondern er sagt, ihr wisst das besser, ihr seid die Spezialisten, sonst würdet ihr nicht da sitzen, sonst wärt ihr überflüssig, wenn ich die Entscheidung besser treffen könnte. Und das gibt natürlich den Leuten Handlungsspielraum, das gibt den Rückendeckung, die wissen, der hat Vertrauen in mich. Und genau das Gleiche macht er mit Lewis Hamilton auf einer anderen Ebene. Er gibt ihm alle Freiräume, die er braucht, dieses Genie, damit er genau diese Leistungen abrufen kann. Das ist, für mich ist Lewis Hamilton ein Künstler. Und ein Künstler, der hat ein anderes Leben. Der ist einfach ein bisschen für den Otto Normalverbraucher wahrscheinlich ein bisschen verrücktes Künstlerleben. Und wenn der Künstler das genommen wird, dann ist er nicht mehr so kreativ, dann macht er andere Bilder, dann ist er nicht mehr er selber und nicht mehr so gut. Und das hat Toto Wolff bei Lewis Hamilton verstanden, hat ihm das perfekte Team drumherum gebaut. Und ja, menschlich ist das was ganz anderes. Ich würde mit Toto Wolff, glaube ich, dem würde ich nicht über den Weg trauen, weil ich glaube, der ist ein eiskalter Geschäftsmann, sonst wäre er nicht in der Position. Und geht, glaube ich, auch über Leichen manchmal im Geschäftlichen. Deswegen, also, aber er macht es einfach überragend gut. Ja, kann man nur so unterschreiben, würde ich sagen. Also, ja, irgendwelche Schwächen da zu finden, ist einfach nicht so wirklich möglich. Also, klar, man kann jetzt ausholen und dann überlegen, seine Junioren, die er da nicht untergebracht hat, so ein kleines Manko vielleicht, aber... Da kannst du dich auch wieder aus Mercedes-Sicht fragen, brauchst du das unbedingt? Ja, eben, ja, genau. Also, es ist halt eigentlich nur so ein nettes Beigeschäft, weil ich meine, gut, klar, jetzt dann... Irgendwann braucht man mal Nachwuchs für den Hamilton dann und muss den ersetzen, aber so schlecht ist man dann da jetzt auch noch nicht aufgestellt. Also man hat ja jetzt noch die Leute mittlerweile eigentlich dann doch so halbwegs positioniert und könnte dann mal irgendwann dann doch mal nachziehen oder anderweitig tätig werden. Also so dramatisch ist das auch nicht, aber nur so, ja, nebenbei waren so kleine Misserfolge, die dann da mal vielleicht so eine kleine Kerbe mal reingeschlagen haben, so im letzten Jahr und vorletzten Jahr, aber das war es dann eigentlich auch. Also. Wie würde Toto selbst sagen, diese Tage wird die Konkurrenz noch verfluchen, denn aus denen lernen wir am meisten, die machen uns am stärksten. Also rhetorisch hat er auch was drauf, definitiv. Tatsächlich sind die Analogien und Vergleiche von Toto Wolff immer sehr, sehr schön. Das hört sich immer so an wie so Binsenweisheit, ja. Aber es steckt halt wirklich was dahinter. Ja, ist tatsächlich und so. Wir haben in einem anderen Video über Ferrari gesprochen, was Ferrari fehlt. Und wir sind ja zu dem Schluss gekommen, dass es kein Gebiet ist, auf dem Ferrari komplett hinterherhängt. Das sind diese viele Kleinigkeiten. Und auch das hat er halt verstanden. Mhm. Es geht in der Formel 1 um alles. Ob das jetzt Boxenstopp sind, ob das jetzt Teamgefüge ist, egal was. Ja. Diese Perfektion. Auch wenn man in diese Hospitality von Mercedes reingeht, da ist jeder Millimeter ist da einfach perfekt. In allen Belangen ist dieses Team
Das ist der Anspruch. Das ist ein bisschen auch der Slogan, das Beste oder nichts, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber... Ja, wenn wir dann bei Ferrari über so die letzten 10%, die dann insgesamt da vielleicht noch fehlen, da gesprochen haben, sind es bei Mercedes vielleicht nur 1%, wenn überhaupt 1%, das da noch fehlt, zur großen Perfektion. Ich meine, so ein Team, das jetzt Schumacher und Ferrari-Rekorde einstellt oder teils schon übertroffen hat oder noch übertreffen wird, das sagt für mich eigentlich schon alles. Also jeder dachte, das ist für die Ewigkeit und hält ewig und das war eigentlich auch schon weitgehend perfekt oder das war perfekt eigentlich, ja. Und da jetzt noch mindestens mal gleichzuziehen, ja, für mich einfach dann da der klare Ausschlag, der da auch zeigt, dass da einfach nichts dran zu rütteln ist. Also, und Toto Wolff hält den Laden zusammen. Ja, und das ist ja der nächste Punkt. Man sagt oftmals, Weltmeister werden ist schwer, Weltmeister zu bleiben ist noch schwieriger. Über so lange Zeitraum ist es noch schwieriger, weil irgendwann auch die Motivation im Team, es ist nicht mehr, dass du ein Ziel hast. Du hast es ja schon erreicht. Du hast nicht mehr dieses klare Ziel. Und auch da, was man hört, da werden komplette Abteilungen umstrukturiert, obwohl es keinen besonderen Grund gibt, nur damit man nicht irgendwie festgefahren wird in manchen Sachen. Also die werden, wenn ich sage umstrukturiert, da wird die Sitzordnung geändert oder was auch immer, nur damit man Veränderung reinbringt, damit man... Ingenieure mal getauscht. Damit man nicht zu gemütlich wird, damit der Wohlstandsbauch nicht aufkommt. Also das sind Kleinigkeiten, das geht ins Psychologische mit rein, das geht... Also, und dieses allumfassende Verständnis finde ich sensationell, dass Toto Wolff damit aufbringt. Deswegen würde ich ihn unter Vertrag nehmen, auch wenn er nicht ganz günstig ist. Davon kann man wohl ausgehen, ja. Also es gibt Geschäftsberichte und da ist der Highest Paid Director, steht da immer drin, das Gehalt. Und bei Toto Wolff ist das nicht allzu wenig. Ja, gut, dann sind wir jetzt an der Stelle durch. Und ich weiß nicht, ob wir dann jetzt schon, du hast dich glaube ich schon festgelegt hier auf unsere Nummer 1. Wenn wir ein Ranking machen würden. Wie würdest du denn nehmen? Es ist halt echt schwierig, da nicht Toto Wolff zu nehmen, wenn man jetzt hier nochmal schaut. Boah. Ja. Also ich weiß es nicht, irgendwie. Es ist halt schwierig, jemanden aus dem Mittelfeld zu nehmen, weil da manche Aufgaben halt einfach fehlen, die einer in einem Top-Team noch on top einfach machen muss und dadurch sich einfach nochmal irgendwie abhebt. Sonst hätte ich jetzt vielleicht Franz Tost sogar gesagt. Ja, aber deshalb ist halt sehr schwierig. Ja, Seidel ist halt erst ein Jahr da, ist ein Kandidat erstmal für mich vielleicht, wenn man werden könnte. Ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nur Wolf, weil... Ich hätte jetzt gesagt, du sagst Ottmar. Ich hätte gerne auch eine gewisse Basis. Wenn ich mir die Schuhe so ansehe, die sehen mir Racing Point mäßig aus. Ja, kein Kommentar. Ja. Hätte ich jetzt gedacht, du nimmst den Ottmar. Na ja, ich meine, ich stehe ja auf Pink. Unfassbar, ja. Den Ottmar, weiß ich nicht. Das ist ja auch so, wie gesagt, Mittelfeld auch. Und nur von meinen Schuhen auf den Teamchef zu schließen. Deshalb habe ich ja auch noch nicht mal was höher gesagt. Also, ich bin leider auch bei Toto, tut mir ja leid. Aber auch wenn da die Frage wieder kam, aber wir haben es ja erklärt, warum es so ist, wie es ist halt. Und deshalb, also, führt kein Weg dran vorbei, wie gesagt. Also, Franz Tost fehlen so die Aufgabe noch irgendwie, dieses Politische, das muss er halt gar nicht so machen. Deshalb ist es schwierig. Deshalb hat der andere einfach irgendwie noch so einen Bereich mehr, der ihm so einen Bonus gibt. Ja. Allerdings, Toto Wolff hat uns halt noch keine Helme geschenkt. Ja, das ist also, wahr. Ja. Also gut, dann muss Toto mal liefern. Also wenn er langfristig auch sich den Titel hier sichern will, dann muss er noch ein paar Helme. Ja, ich sag jetzt doch Seidel. Also. Ja. Mit welchem Teamchef würdest du am liebsten mal ein Bier trinken? Oh, das ist eine gute Frage, ja. Mit Claire, nein. Da muss man Ottmar sagen jetzt, oder? Also nee, geht nicht anders, oder? Der hat das beste Bier zumindest, also. Ja, ich glaube eigentlich, mit Seidel habe ich ja schon. Also. ich würde da, glaube ich, auch sagen. Obwohl, eigentlich mit Steiner. Mit Steiner ist bestimmt lustig. Also ist garantiert lustig. Also. Ja, da wäre ich bei Günther. Ich dachte, du würdest Fred Vasseur wählen. Da brauche ich Stärkeres als Bier. Okay. Die trinken da nichts anderes. Und mit wem würdet ihr gerne mal ein Bierchen trinken? Wer findet ihr ist der beste Teamchef? Und wer findet ihr ist der schlechteste Teamchef? Denn da musst du dich jetzt auch noch festlegen. Wenn du einen abschießen könntest, wen würdest du abschießen? Denk nach. Den Franzosen.
Fred Vasseur. Ah ja. Nein, den anderen. Cyril. Ja, also Abite Bull wäre bei mir da der Kandidat. Also der hat viele Mittel und Ressourcen und Möglichkeiten eigentlich und macht da viel zu wenig raus. Und ja, nee, der wäre es bei mir. Ich tue Williams einen Gefallen, denn den Gefallen kann sich Williams nicht tun. Renault kann sich selbst den Gefallen tun, wenn sie wollen. Die können Cyril abschießen. Ja. Ich würde deswegen Claire abschießen. Ja. Und du hast gesagt, ja, sie haben die Möglichkeiten und so weiter. Die Möglichkeiten zu den Top 3 aufzuschießen haben sie aber tatsächlich auch nicht. Also, ja, das ist vielleicht wahr, ja. Deswegen. Und Williams hätte schon die Möglichkeiten, zumindest zum Mittelfeld zu aufzuschießen. Den Top 3 aufzuschließen. Ja, deswegen, mit Latifi geht das bestimmt. Ich finde, Williams ist weiter davon entfernt, wo man sein müsste, als Renault insgesamt. Oh, das ist vielleicht nicht so ganz unwahr. Die sind beide nicht da, wo sie sein sollten, aber Williams noch ein Stückchen weiter. Wo immer alle sein müssten, ne? Ja. Ja gut, dann haben wir unsere Top- und Flop-Kandidaten genannt. Jetzt seid ihr dran, unten reinpinnen. Und natürlich hier nicht vergessen, Abo, Glocke, Like. Der Triathlon. Bis dahin.